Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD-Devisenradar am Dienstag, 7. Juli, hier bei Gottmer TV. Und wir wollen gleich mal auf die Geschehnisse schauen. Und ich möchte Ihnen gleich mal hier vorab den Hinweis geben, dass Sie hier auf unserem JFD-Desktop immer oben rechts auch Trading-Shoutouts finden. Und das sind heute Morgen schon direkt in der Früh zwei reingewandert. Der ein oder andere wird den US-Dollar gegenüber dem Cut-Long-Trade schon erspäht haben. Andererseits gab es hier vor 8 Minuten eine Rainbow-Idee zum britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen. Und die sieht eben so aus, dass wir hier, und das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen rauscht gerade weiter nach unten ab. Wir schauen uns das gleich im Live-Chart an. Die Idee war eben, dass wir hier den Daily Pivot Point nach unten aufreißen und hier im M15 mit dieser klaren negativen Rainbow-Struktur hierbei eben weiteres Abwärtspotenzial in Aussicht gestellt bekommen haben. Und hier könnte sich durchaus eine stärkere Abwärtsbewegung anschließen, denn die Range ist hier durchaus noch vorhanden. Wir schauen uns das gerade mal hier im Live-Chart an, im MetaTrader 4 und hier gerade mit diesem Ausbruch hier im M15. Wir haben gerade ein neues Tagestief gemacht und rein von der Daily Range hat das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen hier noch einiges an Spielraum unten, um hier die Tagesrange abzugreifen. Allerdings Obacht, heute ist Dienstag und Dienstag ist ein Tag, wo häufig auch News anstehen. Und hier kommen 10.30 Uhr gleich mal zwei Daten, die Industrieproduktion und die Erzeugung im produzierenden Gewerbe aus Großbritannien. Und das kann hier natürlich für starke Ausschläge sorgen. Also in gut einer Stunde sollte hier entweder noch ein guter Weg nach unten vollzogen worden sein. Dann wäre das hier ganz komfortabel im Sinne dessen, dass man hier sich vor den News sozusagen mit Gewinnen ja, absichern kann, Schrägstrich Teilverkäufe vollzieht, um dann gegebenenfalls auf dem Spike nach unten weiter zu spekulieren. Aber zu den News, gerade aus Great Britain, ist immer eine sehr, sehr hohe Volatilität angesagt, die sich dann eben auch hier ja durchaus ein bisschen wild darstellen kann und insofern, dass sich hier aktuell darstellende Setup auch umkehren kann. Aber rein technisch, von dieser negativen Rainbow-Struktur ausgehend, ist es durchaus zu erwarten, dass wir hier weiter nach unten fallen. Einzig, und das ist so ein Stück weit der Manko oder das Manko ist dieser heutige Wochentag. Ja, wir haben hier gerade zu Beginn der Woche, das ist sehr, sehr interessant zu sehen, beim britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen hier generell sehr, sehr bullische Tage, über 60%. Das ist durchaus eine Hausnummer, mit der man kalkulieren kann. Natürlich sind 60% oder hier in dem Fall von heute 61% keine 100%, aber es ist ein leicht statistischer Vorteil zu einer Bewegung, die eben hier doch durchaus einen positiven Tagesschluss ja, veranlasst. Aber wir sehen die heutige Tageskerze und wenn die News jetzt hier nicht sehr überraschend alles wieder umdrehen, dann dürfte die Kerze sich auch nach unten weiter ausbauen. Wir haben hier 146 Pips in den letzten 12 Wochen vollzogen. Die ATR sieht 143 vor, also hier, wir sind gerade bei 80, da kommt heute auf jeden Fall noch was. Also im Ideal nach unten mit starker Wolla, mit starkem Durchschlag oder aber, und das zeigt uns hier auch die Fuzzy-Vektorlogik, die will ich Ihnen heute mal nicht vorenthalten zum britischen Pfund gegenüber dem japanischen Yen. Die zeigt an, dass wir hier durchaus vor den News noch Richtung Süden laufen, aber dann hier im Laufe des Vormittags einen Boden finden, um dann hier in den Nachmittagshandel hinein schön dynamisch nach oben zu ziehen. Das heißt, die Volatilität kann heute hier durchaus schön Einzug halten und wir geben mal Obacht, was da passiert. Das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen jetzt mit der Unterschreitung des Pivot Points jedenfalls erstmal weiter auf der Short-Seite, aber wenn es hier Stabilisierungskerzen gibt, beziehungsweise eine Umkehr, also das letzte 15 Minuten hoch überwunden wird, dann rufen Sie sich doch mal in Erinnerung, was die Fuzzy-Vektorlogik hier gezeigt hat. Und die sagt nämlich, dass es hier durchaus einen starken Impuls nach oben geben könnte, der dann sozusagen auch diese negative Tagestendenz umkehrt. Also hier ist alles möglich. Eine weitere kurzfristige Schwäche erwarte ich dennoch, aber hier unten im Bereich 190,40 einfach mal aufpassen, was der Preis da macht. Das wäre dann im Zuge dieses Support Level 1 anhand des Pivot Points und den Fibonacci-Ableitungen wäre hier praktisch ein Niveau, wo man mal aufpassen sollte, was der Markt, was der Preis macht. Aber britischer Pfund gegen japanische Yen heute auf jeden Fall ein Blick wert, nicht nur wegen den News, sondern eben auch aufgrund dessen, dass wir just hier den Pivot Point gerissen haben und aus der Asia-Range nach unten rausgebrochen sind. Also mein präferiertes Szenario wäre in jedem Fall jetzt erstmal kurzfristig weiterfallende Preise, um dann eben bei den News nochmal die Karten neu zu mischen in Richtung eines richtigen Absackers oder eben dann einer positiven Umkehr. Das muss man erstmal abwarten. Aber ich denke, das britische Pfund gegenüber dem japanischen Yen bietet hier noch Spielraum, mögliche Rücksetzer nach den News in
oder bis zum Pivot Point, wenn es denn nach oben geht, auch mal aufmerksam beobachten. Vielleicht gibt sich hier auch nochmal eine Short-Chance, um in das Paar hier reinzukommen. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten an dieser Stelle, meine lieben Zuschauer, denn das wäre es jetzt schon wieder gewesen für den Devisenradar. Da warten wir mal ab, wer sich durchsetzt, die positive Tagesstatistik oder der sich hier negativ auffächernde Rainbow. Am Ende sind wir schlauer. Ich hoffe, Sie haben bis jetzt ein gutes Händchen gehabt. Wünsche Ihnen noch eine erfolgreiche Handelswoche. Wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich nachher zum JFD Live Trading TV in Form der DAX-Beschau wieder. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kemmerer und tschüss.